Ich freue mich sehr, dass ich heute die Stage 9 hier auf der Republika bespielen kann. Wir sind überschaubar. Ich hoffe, ihr hört alles, sonst kommt gerne näher. Ich freue mich total, dass ihr nach diesem intensiven Input der ersten Stunden jetzt noch Muße habt, zu diesem Talk zu kommen. Wir haben 30 Minuten und in diesen 30 Minuten möchte eigentlich nicht nur ich sprechen, sondern ich versuche euch in 20 Minuten die wichtigsten Dinge zu erzählen, damit wir dann noch gemeinsam ins Gespräch kommen können. Die Republika 24 fragt, who cares? Und ich glaube, alle, die hier schon etwas länger unterwegs sind heute, haben gesehen, a lot of people do care. Es ist super viel los, es gibt die verschiedensten Themen von Mental Health über Digitalisierung, über gesellschaftliche Entwicklungen, zivilen Widerstand, alles ist dabei. Und ich freue mich total, als Kuratorin für Outreach vom Deutschen Technikmuseum auch einen Beitrag leisten zu können, um mit euch gemeinsam über Flinters und Technik zu sprechen. Und ich will euch viel weniger erzählen, was wir tun, als wie wir es tun. Ich bringe euch also keine Best Practice mit, was wir im Technikmuseum schon Tolles machen. Wir machen sehr viel Tolles, aber ich möchte viel lieber darüber sprechen, wie wir versuchen, unser Programm zu diversifizieren für ganz bestimmte Zielgruppen. Und die Frage ist so ein bisschen, who cares? Wo habe ich meinen Ansatzpunkt als Kuratorin eines Museums auf der Republika zu sprechen? Und deswegen wollte ich mit euch erstmal in so ein paar Wortklärungen reingehen. Curare, lateinisch care for, sorgen für, Sorge tragen für etwas. Der Name oder die Berufsbezeichnung eines Kurators, einer Kuratorin trägt also das Kümmern quasi schon mit in sich drin. Normalerweise kümmern sich KuratorInnen um Sammlungen, um Objekte, um Sammlungsbereiche, um Archive. Das ist ganz klar, aber was macht eigentlich so eine Kuratorin für Outreach? Ich habe keine Objekte, sondern ich kümmere mich vielmehr um die Subjekte. Ich kümmere mich um die Gesellschaft, um die Fragen unserer Besuchenden, um die Zivilgesellschaft außerhalb der Mauern unseres Museums. Und das tue ich unter anderem in dem Projekt Flinters und Technik. Und weil ich es ganz wichtig finde, auch für Teilhabe, dass wir nicht einfach voraussetzen, dass Menschen sich in allen Dingen verstehen, dieselben Vokabularen benutzen, würde ich gerne einmal ganz kurz das Akronym aufdröseln. Flinters steht also für Frauen, lesbische Personen, intersexuelle, non-binäre, trans- und agender-Menschen. Ganz oft begegnet euch auch Finta, da fällt das L raus. Das heißt, die sexuelle Orientierung fällt aus der Geschlechtsidentität raus. Und Technik, das heißt, was passiert, wenn ich meinen Titel zweiteile? Ich will euch ganz kurz was zu unserem Haus erzählen. Vielleicht wart ihr schon auf der Stage 11 heute und auf der 10. Die sind drüben bei uns im Lokschuppen. Wenn nicht, ihr seid herzlich eingeladen, heute, morgen oder übermorgen dann nochmal vorbeizukommen. Der Background des Deutschen Technikmuseums beginnt 1983 als Museum für Verkehr und Technik. Und das Tolle daran ist, dass schon in der Gründungsinstanz ein Gedanke eingeschrieben ist, der sich von anderen Häusern abgrenzt. Wie ihr es vielleicht wisst, sind Museen ganz oft Orte der großen Erfolgsnarrative, der Erzählungen und gerade Technikmuseen beginnen ganz oft größer, schneller, weiter, höher. 1983, also in der Gründung des Hauses, grenzt sich das Gründungsteam bewusst davon ab und sagt, wir wollen nicht nur geniale Erfindungen erzählen, zeigen und berichten, sondern uns geht es darum, Technik immer im Kontext sozialer und kultureller Entwicklung zu zeigen. Technik ist nie losgelöst, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ist es meistens sogar der militärische oder der kriegerische Kontext, in dem Erfindungen wie das Internet oder Ähnliches groß werden. Das heißt, das ist so die Gründungsinstanz. Das zeigt sich auch heute noch in unserer Strategie. Wir sind ein Haus, das einen kritischen Diskurs fördern möchte. Wir sind offen, wir versuchen zuzuhören, auf die Gesellschaft zuzugehen, in den Austausch zu kommen und haben uns dafür einige Prämissen, die ihr hier hinter mir sehen könnt, auf die Fahne geschrieben. Es geht also auch darum, Ausschlüsse zu beseitigen. Auch da komme ich als Kuratorin für Outreach ins Spiel. Das heißt, ich gehe raus, ich gucke, wie ist unsere Zugänglichkeit? Wer fühlt sich eingeladen und wer eigentlich nicht? Wo sind die Stereotypen im Kopf von wegen, Museen sind langweilig, ich gehöre da nicht hin, ich verstehe da nichts, da gibt es nichts für mich und vor allem bin ich nicht repräsentiert. Genau das wollen wir aufbrechen. Seht ihr auch nochmal in unserer Markenpositionierung, wir sind also in Bewegung, wir versuchen auch am Puls der Zeit zu bleiben und vor allem immer wieder den Alltagsbezug zu schaffen. Was hat das, was ich da vor mir sehe, eigentlich mit mir zu tun und habe ich darauf eigentlich irgendeinen Einfluss?
Der Talk hat im Titel drin, dass wir mit queer-feministischen Ansätzen rangehen, das Thema Flinters und Technik neu zu denken und uns neu in den Blick zu setzen. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn wir queer-feministisch kuratieren und arbeiten wollen? Queer-feministisches Arbeiten gerade im musealen Bereich hat keinen fest umgrenzten Definitionsrahmen, sondern es ist eine Praxis, die man sich selbst entwickelt, natürlich dahingehend auf queer-feministische Ideen und Grundhaltungen zurückzugreifen. Das heißt, wichtig ist es mir, und deswegen habe ich diesen Namen da so explizit benannt, zurückzugucken auf andere AkteurInnen und KuratorInnen, die mir da schon weit voraus sind. Das sind Menschen wie Roswitha Muttenthaler, Regina Wonisch, Anna Döpfner, eine alte Kollegin am Technikmuseum, Gabriele Wohlauf, Petra Unger, aber eben auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Die Berliner unter euch kennen sie vielleicht, Museen Queeren, eine tolle Initiative, die versucht, museale Erzählungen gegenzulesen und mit queeren Inhalten neu zu denken. Die Grundlage queer-feministischer Praxis liegt in der Wissenschaftsgeschichte und in der Wissensgeschichte aus der feministischen Sicht. Das heißt, ganz viel die Frage zu stellen, wo konstruieren wir Wissen und wo können wir selbst sozusagen über Geschlechterfragen in den Austausch kommen? Wie bestimmt quasi unser Verhältnis, wie wir zur Welt stehen, wie wir zu Geschlechteridentitäten stehen, auch das, was wir denken und zeigen können? Das zeigt, dass Museen historische Deutungshoheit bekommen, Machtstrukturen da sind und diese Strukturen von uns beobachtet werden können. Die Machtstrukturen haben sich natürlich auch in die musealen Sammlungen eingeschrieben, in die Objektauswahl, in die Narrative und gleichzeitig weisen sie natürlich auch auf die Lücken hin, die wir in unseren Sammlungen haben, weil es historisch in den Archiven vielleicht zu Lücken kam, Flintergeschichte nicht gesammelt wurde oder einfach marginalisiertes Wissen beiseite gelassen wurde. Wichtig ist natürlich auch intersektional zu denken, also die verschiedenen Formen von Diskriminierung und Ausschlüssen mitzudenken, wenn wir über queerfeministische Ansätze sprechen. Und das ist mir besonders wichtig, deswegen der erste Punkt, immer wieder zu benennen, wo haben wir unser Wissen her, auf wessen Schultern stehen wir eigentlich, weil wir fangen nie bei Null an. Outreach, Kuratorin für Outreach, was bedeutet das eigentlich? Ich habe es hergeleitet über dieses Sorge tragen für. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Kunstkurator aus dem Niederländischen. Und ich finde das sehr spannend, weil es das greift, was ich als kuratorischen Prozess mir selber auf die Fahne schreibe. Er sagt, so wie ein Museum in seiner Struktur ist, wie wir arbeiten, wie die verschiedenen Bereiche zueinander stehen, zeigt eben ganz viel über das Wertesystem eines musealen Hauses. Und da gibt es ganz viel auch, an dem man etwas verändern kann. Er schaut sich in so einer Grafik einmal an, wie man eigentlich zusammenarbeiten kann in einem kuratorischen Prozess. Und ihr seht ganz links den interpretativen Ansatz, also wer kann sagen, was wir eigentlich erzählen. Der geht einmal vom Objekt rüber bis zum Publikum. Und gleichzeitig haben wir eine Y-Achse, die uns sagt, ja, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wer oder was ist denn der Kurator? Und da gehen wir einmal vom einsamen Genie-Kurator, der in seinem Büro sitzt und mit niemandem spricht, weil er genau weiß, wie die Welt funktioniert, hoch zum Kollaborativen, wo wir als Kollektiv gemeinsam drüber in die Sprache kommen, was wir eigentlich erzählen wollen. Er macht das wertfrei. Ich würde es jetzt auch erstmal wertfrei an die Wand werfen. Vielleicht könnt ihr aber schon so von der Herleitung her erahnen, wohin ich gerne mit meinem Flinters und Technik-Projekt gehen würde. Wie lässt sich jetzt Intersektionalität im Museum leben, im Outreach-Bereich? Das sind die Fragen, mit denen ich und mit denen wir in unserem Bereich ans Haus rantreten. Nämlich genau die Fragen, wessen Geschichten erzählen wir? Wer spricht und wer spricht über wen und warum eigentlich? Welche verschiedenen Narrative stehen nebeneinander? Wer agiert, ist also Subjekt? Wer wird passiv gemacht, objektifiziert? Wie inklusiv sind wir? Welches Wissen haben wir überhaupt institutionalisiert und welches Wissen wird auch ernst genommen, wertgeschätzt, reproduziert? Wie nutzen wir Bilder? Und auch da wieder, auf welches Wissen und welche Vorarbeit bauen wir auf? Und auch hier, das ist die Vorarbeit, auf die ich aufbauen kann mit meinem Projekt Flinters und Technik. Es gab bereits ein Sammelband, eine große Konferenz zum Thema Gender, Technik und Museum 2015. Ihr könnt diesen Sammelband euch online als PDF, auch als Open Source rausziehen. Kann ich absolut empfehlen. Verschiedene Technikmuseen haben quasi deutschlandweit und österreichweit zusammen sich Geschlechterfragen zur Aufgabe genommen und geguckt, wie sie in ihren Sammlungen, in ihrer Vermittlungsarbeit und auch in den Archiven behandelt werden.
Ich habe mir angeguckt, wer kommt eigentlich zu uns ins Museum. Wir haben das Glück, dass wir beforscht werden und wir haben 2022, das habe ich jetzt exemplarisch hier mal rausgezogen, eine Abfrage gemacht, unter anderem natürlich, sind Sie weiblich, männlich, möchte ich nicht sagen oder möchte ich lieber selbst beschreiben. Und ganz unten steht klein, es waren ungefähr 2433 Personen, die befragt wurden. Davon haben 1467 sich als männlich identifiziert, 925 als weiblich, 12 als möchte ich lieber selbst beschreiben und 9 möchte ich nicht angeben. Und in Prozent sieht man ganz deutlich, 60% männlich überwiegt. Jetzt könnte natürlich die Frage aufkommen, warum Flinters und Technik? Macht ihr nicht wieder einen exkludierenden Raum auf und segregiert wieder und sagt, warum macht ihr jetzt eine Technikerzählung für Flinters und Technik, nicht wiederum für alle und versucht Gleichwertigkeit zu schaffen? Und deswegen habe ich diese kleine Grafik mit reingenommen, um nochmal den Unterschied zwischen Equality und Equity zu erklären. Ich ordne meinen Arbeitsbereich insgesamt im Bereich DEIB ein, also Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Und Equity sieht man hier sehr schön, ist der Unterschied zu Equality, zur Gleichberechtigung. Bei der Equality bekommen alle Menschen dasselbe, aber die Grundstruktur verändert sich nicht. Die große Person, die metaphorisch gesprochen schon immer über den Zaun gucken kann, kann halt dann ein bisschen weiter oben über den Zaun gucken. Equity bedeutet, ich versuche Gleichstellung zu schaffen. Das heißt, die größte Person jetzt in dieser Grafik braucht überhaupt keine Unterstützung, sondern ich versuche, ein gleiches Level zu erreichen. Und das würde im Übertrag für unser Projekt bedeuten, Personen, die jetzt bei Flinter nicht mitgedacht sind, sind die, die die ganze Zeit schon über den Zaun gucken können. Jetzt müssen wir den anderen sozusagen die Leiter und die Treppenstufen hinstellen, um auf ein selbes Level zu kommen. Das Projekt Flinters und Technik hat den Zeitraum jetzt 2024 und 2025, läuft zusammen transdisziplinär mit unserem Bereich Kommunikation und Marketing, die mich unterstützen. Und wir sind gestartet mit einer großen Research-Phase. Wir haben uns Design-Thinking-Prozesse als Basis genommen, haben gesagt, wir machen den Prozess auf. Wir hören also erstmal zu, wir gucken uns um, wir sammeln Bedürfnisse, wir kommen ins Gespräch und gucken dann, was sich eigentlich an Bedürfnissen ableiten lässt für unsere Bedarfsgruppe und Zielgruppe Flinters und Technik. Das haben wir gemacht, indem wir zwei Workshops gemacht haben. Einmal intern mit KuratorInnen, mit Personen aus dem Marketingbereich, mit Menschen aus unserem Bildungsbereich und mit zwei Personen aus externen Kontexten, die entweder selber Advocates sind für das Thema Flinter oder im Bereich Diversity und Kommunikation aktiv sind. Wir haben zwei große Runden gemacht und haben eben das Ziel uns gesetzt, zu sagen, wir machen eine Synthese aus dem, was wir schon tun und das, was wir tun könnten. Die Herausforderung dabei ist natürlich zu sagen, wir haben eine Zielgruppe im Museum. Ich weiß nicht, wer von euch aus Berlin kommt und schon mal im Haus war. Es ist meistens sehr laut. Es sind sehr viele familiäre Kleingruppen da. Schön, ich sehe so ein paar Hände. Das heißt, wir haben Gruppen, die zu uns kommen. Wer ist aber die Zielgruppe für Flinters und Technik? Wollen wir diskursiv einsteigen, theoretisch über Gleichberechtigung, über Identitätspolitik und über die diskursiven Fragen sprechen? Oder wollen wir hands-on Workshops machen, Grundwissen, Fakten vermitteln? Und können wir dann überhaupt den Begriff Flinter nutzen oder schließen wir da schon aus? Wir brauchen also Partnerschaften, wir müssen Beziehungsarbeit leisten als Museum. Wir brauchen dafür Zeit, wir brauchen dafür Ressourcen und wir müssen auch transparent sein. Weil die Frage, die wir uns schon stellen als Haus ist, können wir ein safer oder überhaupt safe space, auch wenn es den nicht gibt, sein? Und was müssten wir dafür eigentlich tun? Und dafür muss man sich, finde ich, sehr, sehr ehrlich machen. Was können wir und was können wir einfach noch nicht? Und vielleicht auch in der radikalsten Ausführung, was werden wir nie können und wofür sind wir kein Ort, weil es andere besser können? Unser Zwischenresultat ist momentan, dass wir ein Flinter-Wochenende oder vielleicht sogar in der kleineren Skalierung einen Flinter-Tag planen für nächstes Jahr, der eine Klammer bieten soll für genau diese Fragen. Das heißt, in meinem Bereich des Outreach würde man verschiedenste Formate anbieten, man würde einladen zu Podcast-Reihen vielleicht, zu Panels, zu Talks, Community-Angebote schaffen. Ich habe eine FSJlerin, die gerade ein Quartett entwickelt über Flinter-Personen in der Technik. Also super spielerisch, total schön, für sie ein Riesengewinn und für uns sowieso. Wikimedia ist als Partner mit an Bord. Wir können also einen Editathon machen, wo wir Dinge ergänzen, die bislang in der großen Wikimedia noch fehlen. Aber auch als Inreach, das heißt, was wir ins Haus reinlernen, bietet so ein Wochenende unfassbar viele Möglichkeiten.
Wir können sensibilisieren, wir können mit den KollegInnen sprechen. Wisst ihr eigentlich, was Flinter bedeutet? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Aber eben auch die Frage, was ist eigentlich ein Safer Space und was braucht der? Und auch das bietet uns die Chance als Museum, in den Kontakt mit der Zivilgesellschaft und der Stadtgesellschaft zu kommen, weil es gibt andere Orte, die wissen sehr viel besser, wie ein Safer Space funktioniert. Also warum sprechen wir nicht mit der Berliner Clubkultur und fragen einfach mal nach, hey, wie ist eure Door Policy, was können wir von euch eigentlich lernen? Das heißt, die nächsten Schritte sind eigentlich einzuladen, uns zu öffnen, zuzuhören, gemeinsam zu konzipieren und dann natürlich in die Umsetzung zu kommen. Und ich glaube, das Wichtigste in dem Zusammenhang ist wirklich, es ist kein Endpunkt, den wir planen mit diesem Event, sondern es ist eigentlich der Startschuss für einen viel, viel längeren Dialog und einen viel längeren Austausch, den wir als Haus gerne suchen würden. Und weil ihr jetzt hier so schön vor mir sitzt und weil wir hier so den perfekten Tag haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen, auch wenn es schon spät ist, ist das der Moment, wo ich meinen Beitrag eigentlich beenden möchte und sagen würde, am besten fangen wir genau heute damit an, Räume zu öffnen, zuzuhören und ins Gespräch zu kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, aus dem Panel heraus Fragen zu stellen. Wer sagt, ist nicht so meins, ich will lieber im Zweiergespräch nochmal irgendwie in den Austausch gehen. Ich bin jetzt dann gleich in diesem Innenhof, kommt also gerne nochmal auf mich zu. Wenn es Formatideen sind, wenn es Fragen sind, gerne auch mit kritischen Punkten. Wir sind total offen und ja, sind mitten im Lernen. Also vielen Dank. Fragen. Ja, hallo, ich bin von Art Laboratory Berlin und finde das Thema total interessant. Vielen Dank für den interessanten Beitrag und die Aktion, die absolut wichtig erscheint. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht ein konkretes Beispiel nennen können. Mich interessiert nämlich die Interaktion zwischen den Kollegen und Kolleginnen in diesem sehr traditionellen Feld. Gibt es denn schon Flinter-Ansätze, die Sammlung neu zu verstehen oder zu diskutieren oder zu präsentieren? Also danke für die Frage erstmal und für das schöne Feedback. Aus meinem konkreten Arbeitsfeld weniger, ich weiß, aber die kuratorischen, also die KollegInnen im kuratorischen Dienst machen sich darüber durchaus Gedanken. Wir haben ein neues Sammlungskonzept, das sehr große Säulen benennt, neben diesen wichtigen Fragen rund um Geschlechtergerechtigkeit auch Punkte wie Klimagerechtigkeit, Anthropozän, also wo sind wir eigentlich, wo ordnen wir uns da ein mit unserer Sammlung? Und man muss sich das so vorstellen, in einem Museum gibt es diese verschiedenen Felder, KuratorInnen, Archiv, Sammlung, Vermittlungsbereich, der es dann an die Besuchenden bringt. Und Veränderungen müssen da immer alle mitnehmen, sozusagen. Und in dem Moment, wo ich ja Dinge in ein Archiv einordne, kategorisiere ich und schließe ja auch teilweise eben schon aus. Das heißt, man muss eigentlich an die Basis ran und muss eben gucken, welche Kategorien haben wir eigentlich? Wenn wir jetzt auch Neuerwerbungen haben zum Beispiel, wie können wir da wirklich gucken, dass wir das Objekt aus allen Perspektiven betrachten und eben auch überlegen, bereits beim Archivieren und beim Annehmen vom Objekt überlegen, welche Narrative sich daran anschließen können. Das heißt, da ist ein bisschen was in Bewegung, aber das sind genau solche Fragen, die wir gerne verhandeln würden, wo wir auch einladen und eben auch gerne von außen Menschen mit an den Tisch holen wollen. Es gibt da durchaus das Wissen und auch die Bereitschaft, aber es ist natürlich ein Prozess, der Zeit braucht, der Ressourcen braucht und der eben bei einer Sammlung von zigtausenden Objekten auch einfach einen langen Überhang hat. Genau, ich hoffe, das beantwortet schon so ein bisschen von der Frage. Ein konkretes Beispiel, nachdem jetzt gefragt wurde, könnte ich jetzt in dem Punkt gar nicht genau benennen, aber ich kann die Krux und die Herausforderungen benennen aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich habe eine wissenshistorische Masterarbeit geschrieben vor einigen Jahren und da ging es um eine Cinematografin und man konnte nichts zu ihr finden, weil die Texte unter dem Namen ihres Mannes im Archiv waren, weil sie Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt keinen Zugang hatte zu den Archiven. Und er war honoriertes Mitglied der Linnean Society of Biology in UK. Und das heißt, sie hat über seinen Namen publiziert und das musste man dann erstmal rausfinden. Und solche Stolpersteine stellen sich da in den Weg. Danke. Noch eine Frage von euch. Dankeschön. Du hast ja betont, dass bei euren zu allen Besucherinnen über 60% Männer oder männlichem Geschlecht zugehören. Gibt es auch da im Outreach-Bereich Anregungen, mehr
Frauen, junge Frauen zu erreichen? Hast du da vielleicht auch Beispiele? Du hast schon gesagt, Frauen eben mehr porträtieren oder ähnliches. Also da würden mich die Ansätze interessieren, die ihr habt. Das wäre sozusagen die Zielsetzung dieses Projektes, da expliziter hinzugucken, also auch in der Ansprache, über welche Kanäle laden wir ein. Ich glaube, das ist immer die grundsätzliche Frage bei Projekten, die auf neue BesucherInnengruppen abzielen. Es gab heute auch einen Talk zur Partizipation im politischen Bereich in den Kommunen und es ging darum, ja, wie spreche ich denn Menschen an, die auch oft als sogenannte Nicht-BesucherInnen geframed werden. Man muss dazu sagen, auch Museen bewegen sich, verändern sich, gerade diese Diskussion rund um dritte Orte, also was können Museen alles sein? Und wenn wir denken, wir sind ein Ort für familiäre Kleingruppen, dann ist es eben nicht nur das reine Konsumieren der Inhalte, sondern es geht vielmehr auch darum, wie fühle ich mich wohl? Wo mache ich Pause? Wo kann ich was essen? Wo kann ich mich mal hinlegen, theoretisch, um irgendwie mal Luft zu schnappen? Das heißt, wir müssen da auch, glaube ich, immer weiter noch denken, wen sprechen wir an, mit welchen Bedürfnissen kommen die Personen? Es gibt ein ganz konkretes Beispiel, das ist wiederum ein anderes Projekt, es nennt sich Deutsch erleben im Museum. Da wenden wir uns explizit an Elternkurse von geflüchteten Menschen, die über die VHS Deutsch lernen. Und da geht es uns darum, schon in diesem Sprachkurs uns als Haus zu präsentieren, das willkommen heißt, das offen ist, in der Hoffnung, dass dann zum Beispiel Mütter, weil es tatsächlich meistens die Mütter sind, die diese Elternkurse besuchen, ins Haus zu holen mit ihren Kindern und da wirklich Anknüpfungspunkte zu geben, Inhalte schon mal an die Hand zu geben, um ein familiäres Erlebnis zu schaffen. Aber das sind genau die Fragen. Wie macht man das eigentlich? Wie spricht man gezielt eine Bedarfsgruppe an? Und vor allem, wie verstehen wir erstmal, was wir eigentlich brauchen? Vielleicht noch eine Frage. Hallo, vielen Dank, toller Vortrag. Mein Name ist Laura, ich arbeite bei der Ars Electronica in Linz, ein Museum für Gesellschaft, Kunst und Technologie. Und was ich besonders spannend finde, ist, wie ihr dieses Thema auch eben in das Unternehmen hineingebracht habt. Und da würde mich interessieren, wie hast du dich auch da entschieden, quasi wer darf da mit an den Tisch? Kuratorinnen, Marketing, was sind da für Abteilungen dabei und warum? Und was habt ihr auch intern für Trainingsmöglichkeiten oder Fortbildungsmöglichkeiten für eure MitarbeiterInnen? Und weil das finde ich irre spannend. Wie bleibt man da dran als Team, das auch sehr viele MitarbeiterInnen hat im gesamten Haus? Ja, super. Ganz, ganz tolle Frage, die auf die Strukturen abzielt und auf die Institution an sich. Und ich glaube, man kann es nie losgelöst voneinander denken. Deswegen schwebt über Outreach schweben auch immer diese drei Ps, die meinen Arbeitsbereich quasi mitbestimmen. Das heißt Programme, da sind wir ganz konkret bei sowas, Personal und Publikum. Und Personal zielt genau auf das ab, wie sind wir aufgestellt, welche Geschichten können wir erzählen, wo haben wir auch da quasi Lücken und müssten anders recruiten und überhaupt uns als sehr weiße Institution, Museum, historisch hergebracht, komplett verändern. Und für uns bedeutet das jetzt an diesem Projekt, es ist tatsächlich, und da bin ich auch ganz transparent, wie wahrscheinlich in vielen Häusern, gibt es bestimmte Bereiche, die immer wieder Lust haben, sich in neue Themen einzuarbeiten, die dafür auch die Ressourcen und die Kapazitäten haben. Ich glaube, das ist das Limit an ganz vielen Institutionen, dass es gar nicht am Willen scheitert, sondern einfach tatsächlich an einer Flut an Aufgaben, wo man sozusagen strategisch sich auch platzieren muss und auch teilweise tatsächlich, glaube ich, das Bedürfnis hat, dann auch mal doch eine hierarchische Entscheidung zu treffen und was auf die Agenda zu setzen. Und bei uns sind es eben die Bereiche Bildung, Vermittlung, auch die KuratorInnen, soweit sie Zeit haben, dann Bereiche wie Kommunikation und Marketing. Und auch da ist es ganz interessant, im Aufsetzen eines solchen Projektes zu sehen, wie funktionieren Museen. Unser erster Termin hätte an einem Montag sein sollen. Montags ist bei uns zu. Das heißt, die KollegInnen, die an der Kasse sitzen, die haben ihren freien Tag, zu Recht. An den anderen Tagen kann aber niemand von denen teilnehmen, weil sonst ist die Kasse zu und dann können keine Besuchenden rein. Das heißt, wann macht man so einen Workshop, wenn man diese Personen mitnehmen möchte? Das heißt, an diesen Grenzen scheitere ich auch so ein bisschen. Was ich versuche ist, ich habe zum Beispiel ein Format, das nennt sich Workathon. Ich weiß nicht, ob jemand von euch LeserIn ist von Neue Narrative, ein ganz tolles Magazin. Und die haben dieses Format des Workathons einmal etwas ausführlicher vorgestellt. Das heißt, man trifft sich so für 1,5 Stunden und macht so eine Art Coworking und sagt, jeder bringt das mit oder was ihn oder sie gerade beschäftigt. Und wir machen so eine Art kollegiale Beratung. Und da stehe ich zum Beispiel mit einem großen Handapparat von antirassistischer, antidiskriminierender Literatur mit meinem Rechner, mit meinem Kopf und mit meinem Adressbuch und versuche zu vermitteln und auf Fragen einzugehen. Und da entwickeln sich quasi fast kleine
ja, Dialoge oder Triloge, wo Menschen sich über bestimmte Themen und Arbeitsaufgaben austauschen. Und das versuche ich so regelmäßig wie möglich anzubieten, um zum Beispiel ein Format zu schaffen. Andere Dinge sind Keynotes, Menschen einzuladen und wirklich offen in die Belegschaft einzuladen und zu sagen, hey, könnt ihr eine Stunde freimachen und euch was über Community Care zum Beispiel anhören? Wie könnten wir das integrieren? Aber es ist ein Prozess und ich glaube, da sage ich auch nichts Neues, der einen langen Atem braucht, der viel Geduld und auch immer wieder Hoffnungsschimmer braucht, aber auch Früchte trägt. Das darf man natürlich auch nicht übersehen. Also noch eine Frage gerne. Dann die Abschlussfrage. Du hast gesagt, der Begriff Flinter, der schließt auch wieder Leute aus, die den Begriff nicht kennen. Habt ihr da schon eine Lösung, was ihr dann sagt? Wir haben tatsächlich noch keine Lösung. Wir auch da wiederum versuchen wir selber einen Reflexionsprozess mitlaufen zu lassen, weil wir selbst immer wieder in eine Falle tappen, nämlich irgendwann nur noch Frauen und Technik zu denken und uns selber total wieder in eine Binarität zurückzubringen und es uns dann nach so, weiß ich nicht, 15 Minuten, 20 Minuten Austausch auffällt und wir sagen, stopp, warte mal, wir denken schon wieder komplett binär und nicht mehr in diesem Kontext Flinter, den wir uns gesetzt haben. Das heißt, da sind wir im Moment auch noch in einem Arbeitstitel und versuchen auch da, können wir überhaupt Flinter denken und besprechen oder werden uns da zum Beispiel historisch auch schon in der Sammlung eben Grenzen aufgezeigt, weil wir die Lücken gar nicht finden können, weil sie nicht benannt werden konnten. Das heißt, da sind wir noch nicht ganz sicher und andersrum versuchen wir natürlich auch aus der Zielgruppensicht zu überlegen. Wenn wir jetzt wirklich divers und vielfältig in die Gesellschaft einladen wollen, Familien, Kleingruppen, ist es dann Flinters. Aber da haben wir auch noch nicht der Weisheit letzten Schluss. Also wenn jemand nach dem Talk jetzt eine tolle Idee hat, wie man möglichst viele Menschen abholen kann, gerne auf mich zukommen. Dankeschön. Vielen Dank, Judith Bauerfein. Danke. Das war richtig toll. Ganz lieben Dank.